willkommen zu unserer Sendung. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen Ihnen allen. Eine Sendung, in der wir gleich zu Beginn sehr herzlich zwei Frauen in der Runde begrüßen, die zusammen mit zwei Freundinnen, die gleich hier in der ersten Reihe sitzen, in wenigen Tagen aufbrechen werden zum Abenteuer ihres Lebens. Sie haben ganz ernsthaft vor, den Atlantik in einem winzigen Ruderboot zu überqueren. 5.500 Kilometer auf offener See. Bis zu 40 Grad Hitze, bis zu 15 Meter hohe Wellen. Schauen Sie mal, das hier sind die Bilder dazu. Zwischen 40 und 60 Tagen wird das dauern. Am 12. Dezember, also in wenigen Tagen, wird es losgehen. Dazu muss man wissen, Sie sind alle keine Profisportler, sondern Mutter und Tochter, Kardiologin, Medizintechnikerinnen und so weiter. Wie läuft das alles ab? So lange allein auf dem Ozean wollen wir wissen, wo ist die Toilette? Gibt es morgens Kaffee? Und hilft es in dem Zusammenhang, dass eine von Ihnen bei Tchibo arbeitet? Und stimmt es vor allen Dingen, dass Sie für die kommenden Monsterwellen vor allen Dingen an einem Ort trainiert haben, an dem Monsterwellen eher selten sind, nämlich auf der Hamburger Außenalster? Fragen wir Katharina Streit und Maike Ramuschka. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wahnsinn. Wow. Dann ein Mann bei uns, der sich sehr gerne beschreibt mit dem Hinweis, er sei 1981 als Sohn marokkanischer Eltern in der Bielefelder Bronx geboren worden. Bielefelder mit Migrationsvordergrund nennt er das. Einer, der seit vielen Jahren auf der Bühne sehr unterhaltsam von dem erzählt, was für ihn deutscher Alltag ist. Wenn ich draußen vorm Café stehe und telefoniere, sagt er, halten mich die meisten eigentlich immer für den Türsteher und zeigen mir unaufgefordert die Tascheninhalte. Noch hat er keinen deutschen Pass, war aber schon mehrmals bei Einbürgerungsfeiern dabei und sagt, das ist sehr lustig. 40 Ausländer gehen rein und wenig später kommen 40 Deutsche wieder raus. Und das Verrückte ist, die sind dann alle auch gleich richtig deutsch. Mindestens einer hat sofort Laktoseintoleranz. Herzlich willkommen, Abdel Karim. Freue mich sehr. Schön, dass du da bist. Ja, gleich zu Beginn aber wollen wir mit zwei sehr kompetenten Herren über diese unglaublichen Bilder hier sprechen. Er stammt aus Meißen, erklärt als Reporter für die Kollegen der Zeit immer wieder in sehr klugen Stücken die Ostdeutschen und sagt, was diesen Raub so besonders macht, ist seine Ocean Eleven-Haftigkeit. Und von außen betrachtet, sagt er, wirkt es wirklich ein bisschen krass, dass einer der wertvollsten Schätze dieses Landes in einem Raum liegt, der nur von einem Gitter gesichert war, das schon ein paar Jahrhunderte auf dem Buckel hat. Er wiederum ist Kunsthistoriker und Chef eines der renommierten Auktionshäuser dieses Landes. Das Residenzschloss und seine Gewölbe kennt er sehr, sehr gut. Kennt auch die mittlerweile berühmte Staubschleuse, die den Staub aus den Klamotten der Besucher ziehen soll. Und er sagt, es ist wirklich unschätzbar kostbares Kulturgut, das uns da abhanden gekommen ist. Und man muss leider sagen, die Täter waren noch nicht einmal übermäßig professionell, was die Frage aufwirft, wer war denn dann noch mäßiger professionell? Fragen wir Martin Machowetz und Professor Henrik Hahnstein. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Also, herzlich willkommen in der Runde. Juwelenraub. Wir haben uns mal sehr lange über Ostdeutschland und die Ostdeutschen unterhalten nach einer Sendung. Da haben Sie damals, glaube ich, Mike Moring hier begleitet für ein langes Stück, ein langes Porträt in der Zeit. Und ich dachte, zu dem Thema sehen wir uns irgendwann. Heute reden wir über Juwelenraub. Was können Sie uns sagen, Herr Machowetz? Was ist denn der Stand der Ermittlungen im Moment? Also, was wir wissen, ist, dass es ein spektakulärer Fall ist und dass das eine Geschichte ist, die man so oft, glaube ich, auch als Reporter nicht erlebt. Nämlich ein Einbruch in ein Museum, von dem man immer dachte, das ist irgendwie sowas wie Fort Knox, ist es aber, wie sich jetzt herausstellt, gar nicht. Und es kommen so alle paar Stunden so ein paar neue Informationen rausgetröpfelt, wer was gesehen hat, wie das Fluchtfahrzeug geparkt war. Was wir wissen ist, es ist wirklich mit chirurgischer Präzision durchgeführt worden. Und minimalinvasiv nennen Sie das. Absolut. So warum würde ich das minimalinvasiv? Nennen. Naja, das beginnt schon damit, dass die Täter durch, nach jetzigem Stand dessen, was bekannt ist, dass die Täter eben durch ein winziges Loch in einem Gitter geklettert sind, dass sie irgendwie in ein Fenster, an so einem Fenster hingekriegt haben. Ja, man weiß nicht genau, wie sie das gemacht haben, aber diese Fenstergitter da an dem Dresdner Schloss, in dem das grüne Gewölbe untergebracht ist, sind so nach außen gewölbt und offenbar haben die es geschafft, da ein paar Streben zu lösen und durch einen ganz kleinen Spalt da reinzugehen. Also das war schon minimalinvasiv. Dann haben sie
offenbar ziemlich schnell es geschafft, diese Sicherheitsscheiben einzuwerfen, wussten dann innerhalb dieses grünen Gewölbes genau, wie sie durch diese Räume gehen müssen, wo sich der übernächste Raum befindet, in dem sie diese Vitrine mit dem besonders wertvollen Schatz vermutet und gewusst haben. Und War ja dunkel da drin, wenn man diese Bilder von dieser Überwachungskamera sieht. Der eine, der dann die Axt offensichtlich dabei hat und rausholt. Was wissen Sie über dieses Sicherheitsglas? Ich habe gedacht, das hält sowas möglicherweise stand. Dachte ich auch. Dachte offenbar selbst der sächsische Ministerpräsident, der sich gestern vor die Journalisten stellte und sagte, hätte er auch nicht gedacht, dass das überhaupt möglich ist. Wir wissen noch nicht viel über die Materialien, die da verwendet wurden. Gibt natürlich alle möglichen Spekulationen. Fakt ist, dass es Glas war, das Alarmanlagen ausgelöst hat, in dem Moment, in dem es zerstört wurde, sowohl an der Vitrine als auch am Fenster, durch das die Leute da reingekommen sind. Aber auch die Leute im Museum sagen, sie hätten eigentlich erwartet, da brauche man eine Viertelstunde, um so eine Vitrine aufzuschlagen. Hat offenbar nur ein paar Minuten gedauert. Aber testet das keiner vorher? Auch diese Überwachungsbilder, die wir gerade gesehen haben, ich meine, so sahen Überwachungskameras in den 60er Jahren aus. Ich habe gedacht, heute haben wir Technik, die das ganz glasklar zeigt, wer da möglicherweise zugange ist. Wenn man das sieht, geht man davon aus, dass wahrscheinlich zumindest die Diebe das vorher getestet haben. Also die scheinen das schon mal gemacht zu haben. Schaut nicht so aus, als würden sie das zum ersten Mal tun. Ja, es ist eine Kombination aus beidem, glaube ich. Ein sehr professionelles Vorgehen zum einen und andererseits aber auch Sicherheitsmaßnahmen, über die man wird diskutieren müssen. Also wenn man sich anschaut, offenbar haben die vorher, zumindest ist das ein Verdacht, dem die Polizei nachgeht, einen Brand gelegt unweit dieses Schlosses, haben dafür gesorgt mit diesem Brand an einem Stromverteiler, dass durch diesen Brand die Beleuchtung auf dem Theaterplatz ausfällt, also in diesem Gebiet, in dem sie dann da eingestiegen sind, hatten dann absolute Dunkelheit. Deswegen sieht man auch auf den Außenkamerabildern nichts. Man fragt sich natürlich, warum hat ein Museum eine Kamera, die keine Nachtsichtfunktion hat? Warum sieht man nur das Flackern des Scheinwerfers? Vielleicht, weil es ein Museum ist. Weil es so alt ist, meinst du? Also? Was wird man in diesen Tagen, du machst auch viel Scherze darüber, anders angeguckt, wenn so ein Raum... Wegen der Nummer? Ja, hier und da schon. Also ich wurde gerade von ihm zum Beispiel gefragt im Backstage, sind Sie auch wegen des Kunstraubs hier? Ich möchte unbedingt klarstellen, ich weiß nicht mehr als alle anderen hier. Ja, ist klar. Und du hast auch nichts damit zu tun? Nein. Ja. Und du kennst auch keinen? Nein. Schade. Okay. Schade, sagt Freunde, Anspann. Ich soll heute genauer hinhören, falls man was lernen könnte, was soll hier. Ja, worauf hatten die es denn abgesehen, Herr Marowitz? Na, offenbar genau auf das, was sie da erobert haben, nämlich Teile des sächsischen Staatsschatzes, wenn man das so nennen will. Ja? Also das ist ein Raum in einer mit verschiedenen Vitrinen, die Teile des sächsischen Staatsschatzes enthalten aus der Zeit August des Starken und auch Generationen nach ihm. Und das ist sozusagen das, mit dem man im Barock geprunkt und geprasst hat. Das sind die Sachen, mit denen die Herrscher Eindruck schinden wollten und es auch geschafft haben bis heute. Es ist das, worauf die sächsische und die Dresdner Gesellschaft unglaublich stolz sind. Also es fiel da die Formulierung von verschiedenen Politikern, dass das auch eine Sache ist, die an die sächsische Identität geht. Und ich glaube, das ist nicht ganz falsch, weil eine Stadt wie Dresden in einem sehr traditionellen Sinne schon stolz auf das ist, was man mal hatte und auf die eigene Vergangenheit und auf die eigene Pracht. Auch mit so viel Mühe ja wieder aufgebaut und rekonstruiert. Ganz genau, davon, gerade dieser Raum, der ist ja 2006 erst wieder rekonstruiert und eröffnet worden. Also, dass man das so fantastisch dargeboten wieder sehen kann, das ist ja eine ganz neue Errungenschaft auch. Ja, guck mal, wie schön, ja. So, und jetzt merken aber die Dresdner, okay, ihr Staatsschatz ist also nicht unverletzlich und man kann da offenbar leichter ran, als man dachte. Herr Hanschamp, wenn wir das gerade sehen, dieses sogenannte grüne Gewölbe, was ist das grüne Gewölbe? Erklären Sie uns das einmal. Sie kennen das bestens, ne? Das ist die Schatzkammer August des Starken. Mhm. Und der Name Grün kommt daher, weil es eben einen Teil gibt, der aus malachitfarbenem Material bearbeitet ist und wirklich grün schimmert. Also okay. Herrliches Ensemble. Es ist in meinen Augen die schönste Schatzkammer für Schmuck, die wir in Europa haben, wenn nicht eine der schönsten in der Welt. Und es ist so wunderbar, dass das alles über 300 Jahre gerettet worden ist. Ich meine, das hat ja wilde Zeiten überlebt und selbst den Zweiten Weltkrieg überstanden bei all der Zerstörung von Dresden. Ist von den Russen dann auch mitgenommen worden, aber 1958 zurückgekommen. Es ist der Stolz Dresdens, ist der Stolz Sachsens und es ist der Kronschatz, es ist auch das Vermögen Sachsens. Denn die sächsischen Könige haben das mehrfach
mehrfach verpfändet, immer wieder. Verpfändet, ja? Es für Kriegszwecke wahrscheinlich? Es ist ja nicht ihr Privatbesitz im strengen Sinne gewesen. Ja. Ja, sie haben auch damit Kriege finanziert. Nun hat ja August der Starke alle Kriege verloren. Auch zwischendurch mal die polnische Krone. Mhm. Hat sie dann wieder zurückgekauft, wenn man in Anführungsstrichen. Aber es ist mehr, als es ist wie der Tower in London ein bisschen. Ne? Mhm. Nur hier ist das Schöne, es sind quasi alle Garnituren, die er hatte. Er hat dann so einmal die komplette Ausstellung für alles, was man so trägt. Und er wollte ja mit dem Schmuck nicht nur sich schmücken, sondern er wollte mit dem Schmuck auch quasi ein König sein wie Ludwig der 14. Der hätte genauso gut August der Prächtige heißen können. Mhm. Und als er dann König von Polen war, meinte er, als König muss ich natürlich jetzt auch aussehen wie ein König. Und das schlägt sich in dieser atemberaubenden Schatzkammer wieder. Er hat aber auch die besten Künstler seiner Zeit an den Hof geholt. Mhm. Von überall her, ne? Von überall her, was damals so das Abendland war. Und Dinglinger war sein größter Künstler, den er am Hofe hatte. War für Sie das vorstellbar, dass jemand da so, ich meine, dann doch am Ende, auch wenn Sie sagen minimalinvasiv, aber am Ende ist es ja doch brachial und auch vergleichsweise primitiv. Zunächst mal so eine Trafostation an, Gitter aufgesägt, Fenster eingehauen und rein. Also, ich sag mal, würden wir notfalls auch noch hinkriegen, wenn wir nicht glücklicherweise andere Beruf hätten. Also war das für Sie vorstellbar? Ich käme durch das Loch im Gitter nicht durch. Okay, aber, das... also, was mich wundert, an dem Ganzen, weil ich bin kein Sicherheitsmann, ich bin Kunsthistoriker, also da kann ich nicht mitreden. Ich will da auch keinerlei Vorwürfe machen. Aber scheinbar ist es so, dass die Außenhaut nicht genügend gesichert gewesen ist. Man ist ja relativ nah von der Straße dran. Und die haben ja nicht viel Zeit. Also um die Vitrine zu zerstören, haben die ja höchstens mal eine halbe Minute gebraucht. Und sie sind wirklich brutal vorgegangen, denn beim Zerstören der Vitrine laufen sie ja Gefahr, die ist ja fast 3,50 Meter hoch, die Vitrine, laufen sie ja Gefahr, dass große Splitter verletzt zu werden in den Schmuck fallen. Ja, oder auch selber verletzt ja, zu werden. Klar, ne? Das aber ja auch. Das ist mir dann egal. Ja, ich habe mir das auch gestern Abend noch mal angeschaut. Also wir haben jetzt am Donnerstag eine große Geschichte im Feuilleton der Zeit, wo wir noch mal beschreiben, was da passiert ist, was da los war und was es mit den Sachsen möglicherweise macht. Aber ich habe mich gestern Abend noch mal vor diese Fenster gestellt und wenn drin das Licht brennt, dann kann man von außen diese Schätze sehen. Ja, das ist auch was Besonderes. Also natürlich ist das auch etwas, was dieses Museum zu einem besonders schönen Museum macht, dass es zugänglich ist, dass man durch diese Altstadt von Dresden geht und von außen schon sieht, okay, da ist irgendwie was wahnsinnig Tolles drin, da sind verspiegelte Wände, da sind Gemälde. Und dann macht es vielleicht auch sozusagen ein anderes Gefühl, eine andere Lust, da reinzugehen. Ein Museum muss sich natürlich auch immer entscheiden, wie offen will ich sein, wie sehr will ich mich verschließen. Die könnten entscheiden, ihre Fenster zuzumauern. Ob man das jetzt irgendwie die richtige Entscheidung findet, ist vielleicht auch eine Debatte. Ich habe das gelesen, ich glaube, in einem Ihrer Stücke, wo Sie beschreiben, dass als das wieder eröffnet wurde, waren die Karten so schnell weg, dass man anderthalb Monate teilweise gewartet hatte, um überhaupt wieder eine Karte da reinzugehen. Das ist manchmal heute noch so, ja. Also es kommen Touristen aus der ganzen Welt, aber man merkt auch, wie sehr die Leute sich mit diesem Haus verbunden fühlen in Dresden. Mhm. Also gestern, als ich durch die Stadt gelaufen bin, man hört da ständig Menschen, die sagen, ach Mensch, unser grünes Gewölbe, unser schöner Ort, das ist irgendwie uns so wichtig und so wertvoll. Und man macht sich von außen vielleicht manchmal keine Vorstellung, dass es für diese Stadt und diese Region, die sich eh schon ein bisschen gebeutelt und nicht hinreichend gewertschätzt fühlt, manchmal in dem, was man da hat und in dem, was man da darstellt, dass das echt was macht mit den Leuten. Das kann man sich vorstellen. Was ist da alles drin, Herr Hanstein? Was beherbergen diese Gewölbe? Der Kronschatz Sachsens. Da sind unglaubliche Zemelien drin. Wie das hier zum Beispiel, was ist das? Das ist das Schwert von ihm. Mhm. Das hat alleine 2060 Brillanten. 2060 Brillanten. Und die Diebe sind genau auf die beiden Parüren losgegangen. Also Parüren nennt man so eine komplette Garnitur mit Orden, mit Epauletten, mit Kopfschmuck. Also er selbst hat sich ja dafür nahezu ruiniert, um die Steine zu kaufen. Also das ist August schon der Starke, ja? August der Starke und auch August der Dritte, sein Sohn. Mhm. Was kann man den Wert von sowas eigentlich beziffern? Ich meine, der Materialwert ist ja das eine, das hier zum Beispiel. Ja, der Material, das ist der Orden der Weiße Adlerorden, der polnische Weiße Adlerorden. Er war ja gleichzeitig noch König von Polen. Mhm. Das machte ihn ja so begierig, auch so prächtig zu wirken.
Also das können Sie, Materialwert ist sehr schwierig. Also da müsste jetzt wirklich jemand ganz genau die Steine untersuchen. Das Problem ist nur, wenn Sie 2060 Brillanten an dem Schwert haben, die können Sie natürlich auseinandernehmen und dann einzeln irgendwie loswerden. Und die müssen, es ist aber alles Altschliff, wie man sagt. Und heute wollen Sie alle Neuschliff haben. Was heißt also, nehmen Sie uns mal mit in diese Welt. Ja, also ich bin kein Gemologe. Aber mit Altschliff kennen wir uns alle nicht so aus. Nö, aber es ist alt, so wie man es früher gemacht hat. Und das ist heute mit den technischen Möglichkeiten, die man noch früher hatte. Heute kann man aus einem Diamanten mit einem neuen Schliff noch mehr Brillanz herausholen. Okay. Bei Diamanten und Brillanten. Und daran erkennt man das. Aber in der Garnitur sind halt Steine drin, die gibt es sonst überhaupt nicht. So 300 Jahre alte brillanten Diamanten. Und das sind ja ganz kostbare. Zum Beispiel dieses Stück, was Sie jetzt sehen können, dort, das ist Teil eines größeren Gehänges, an dem der berühmte grüne Dresdner dranhängt. Der berühmte grüne Diamant, der also, da würde ich mal sagen, haben die Sachsen eine Sechser im Lotto gewonnen. Glück im Unglück, denn der ist zurzeit gerade im Metropolitan Museum in New York. Und das ist ein Teil davon. Da sehen Sie den, der ist sowas von brillant. Und das ist der grüne Dresdner. Ne? Also das ist unglaublich. Aber das wussten die offensichtlich nicht. Der gehört nur dazu, dass der auch nicht da gelegen hätte. Nein, der hätte in einer anderen Vitrine gelegen. Sondern der hätte in einer anderen Etage im neuen grünen Gewölbe gelegen. Aber trotzdem. Aber so gut, wie Sie sich hier auskennen, ist das auch schon ein bisschen verdächtig, muss ich sagen. Aber dafür hat schon August... Wir haben uns genau umgeschaut. Das heißt, es ist das große Glück, dass der gerade in New York ist. Ja? Das ist der Sechser im Lotto, den Sie super. Sozusagen mal... Ja. Dafür hat schon August der Starke 400.000 Taler in Leipzig bezahlt. Wahnsinn. Ein irrwitziges Vermögen. Also mein Kollege Hanno Rotterberg, mit dem ich zusammen diese Geschichte jetzt am Donnerstag für die Zeit geschrieben habe, der hat ausgerechnet oder sich ausrechnen lassen, weiß ich nicht ganz genau, dass mit dem, was August da für das grüne Gewölbe zusammengesammelt hat, das hat er für einen Preis gekauft, mit dem er hunderte Male die Frauenkirche hätte kaufen können. Also das ist wirklich ein Wert, der ist in Zahlen fast nicht auszudrücken. Er hat das auch öfter mal schätzen lassen, ne? Ich habe genau eine Zahl gelesen, 3,6 Millionen. Richtig. Er hat das auch immer mal wieder verpfändet und hat sozusagen ist mal wieder irgendwie gegen Geld eingetauscht und wieder zurückgekauft. 17, 19 hat er schätzen lassen. 17, 19 geschätzt. 17, 19 schätzen lassen. Er hat es in der Tat immer wieder verpfändet. Also es musste auch schon mal für Kriegstaten herhalten, das Pfand. Und er hat die aber eigentlich immer wieder ausgelöst. Und einmal vor der Hochzeit, vor der Geburt des Kindes, wurden die dann in Amsterdam vorzugsweise, wurden die bei einer Bank beliehen, wurden darüber gebracht, kamen dann rechtzeitig vorher wieder zurück. Ja. Also es war insofern auch sächsischer Staatsbesitz, wenn Sie wollen. Das ist der Goldschatz gewesen, nur in dem Fall in Diamanten. Aber wenn man sowas, Sie sind Auktionator, Sie versteigern ja auch manchmal Diamanten, Juwelen, solche Dinge, obwohl Sie eigentlich Experte für Malerei vor allen Dingen sind. Ja. Ne? Was müsste man für sowas hinlegen? Wer sowas klaut, kriegt der das irgendwo verkauft, ernsthaft? Das kennt doch die ganze Welt, wir kennen es jetzt auch. Eigentlich kriegen sie, so wie sie jetzt sind, kriegen sie die nicht los. Das ist völlig ausgeschlossen. Die sind so bekannt, die sind jetzt weltweit, gehen die Fotos rum, das rührt ja keiner an. Die sind in der Tat zwar tatsächlich auf die richtige Vitrine losgegangen, wo der Brillanten- und Diamantenschmuck drin war. Mhm. Es gibt in der gleichen Vitrine links und rechts Teile, die sind dann nicht so wertvoll. Mhm. Er hat, glaube ich, insgesamt so 5 komplette Garnituren. Und die sind auf die beiden wichtigsten. Die sind in den Bereich reingegangen. Die sind in die Herzkammer Sachsens, in die Herzkammer des grünen Gewölbes gegangen und haben genau auf die richtigen Dinger geschossen. Also das ist schon, das war schon sehr überlegt. Brutal, aber sehr gezielt sind sie auf die richtigen Dinge losgegangen. Ne? Die große Angst der Leute da im Museum ist jetzt natürlich, dass sie anfangen, das zu zerlegen, dass sie anfangen, das in die Einzelteile aufzusplitten, die einen Sachen einzuschmelzen, die anderen Sachen umzuschleifen und die dann einzeln zu verkaufen, womit die Diebe vermutlich immer noch relativ viel Geld machen könnten, aber es ist natürlich nichts im Vergleich zu dem Wert, den es ideell und kulturhistorisch hat. Also ist es eine große Gefahr. Was ich gelesen habe, vielleicht könnt ihr mir sagen, ob das stimmt, angeblich kann man die jetzt auch gar nicht erpressen, die Diebe, also die Dresden erpressen, weil die nicht versichert sind, die ganzen Sachen. Ist das sind die versichert? Nein, der Sachsen und auch einige andere Bundesländer wie Rheinland-Pfalz, die haben Staatshaftung. Da sagt ihr, wir sparen uns die 300.000-400.000 Euro Prämie pro Jahr. Ja. Wir übernehmen, der Staat haftet. Das ist ja auch eine gute Lösung. Kann man ja, nein, das halte ich für kein Argument. Okay. Also ich halte die Sachen wirklich für sehr schwer verkäuflich. Die größte Gefahr, die ich sehe, sind die, dass sie die Steine auseinandernehmen und neu schleifen. Und dann können sie quasi nicht mehr wiedererkennen. Dann ist es ganz schwierig, dann sind sie wirklich verloren. Aber der kunsthistorische Wert ist weitaus größer als der Materialwert.
weil es eben diese Vollständigkeit, Dresden hat eine solche Sammlung in dieser Fülle und in dieser Pracht und in dieser Qualität und in dieser künstlerischen Qualität, die gibt es, wüsste ich, in der Welt nicht so ohne weiteres. Ist denn denkbar, im Bereich von Bildern kommt das ja auch immer wieder mal vor, man ist überrascht, wenn man sich mal mit dem Thema beschäftigt. Ich dachte, Kunstraub, das ist so 60er, 70er Jahre, das ist so Topkati und so Zeug, ja, also ist ein bisschen oldschool, dachte ich. Aber das stimmt gar nicht. Es wird vergleichsweise oft und sehr spektakulär geklaut. Ja, immer wieder. Gibt's da, was ist das? Ist das auch Raub auf Bestellung? Also da sitzt irgendwo, ich habe gelesen von einem tschetschenischen Millionär, Milliardär, der einen Renoir oder was das war, einfach auf Bestellung hat klauen lassen. So, das ist dann aufgeflogen in dem Fall. Ist sowas denkbar? Ja, aber das ist meistens Kino. Also ich kenne das eigentlich nur aus dem Kino. Es mag sein, es ist möglich, wenn das sich einer bestellt. Wenn das jetzt ein Pole wäre und sagt, ich möchte das, der war polnischer König, das gehört zu uns, dann hätte das ja noch einen satirischen Hintergrund, würde ich sagen. Aber ich kenne das eigentlich nur aus dem Kino. Das meiste ist, dass sie dann Lösegeldforderungen stellen, erpressen. Das gab es auch in den letzten Jahren? Immer wieder. Gab es immer wieder. In die meisten Fälle sind ja negativ ausgegangen. Also die Polizei ist dann doch schlauer als die Gauner. Und wenn Sie uns da mal mitnehmen, an welche Fälle also denken Sie an Wien, die berühmte Saliera von Benvenuto Cellini, das wahrscheinlich bedeutendste Goldschmiedeobjekt des Abendlandes, war im Kunsthistorischen Museum in Wien, war gerade in der Renovierungsphase. Einer kannte sich intern sehr gut aus. Das ist das, worüber wir sprechen? Das sehen Sie, das ist für Franz I. von Frankreich gemacht worden. Das ist das Prachtstück des der Schatzkammer im Kunsthistorischen Museum in Wien. Der hatte Spaß, die Logistik zu überlisten, die ganze Technik zu überlisten. Er wusste ja gar nicht so richtig, was er mit anfangen sollte. Es war übrigens, das war versichert, auf 50 Millionen Materialwert. Aber bei August im Sachsen, nehmen Sie den größten Diamanten, hätte der jetzt ein Materialwert, ich sag mal was von irgendwas abweg, 5 Millionen. Die Tatsache, dass er August im Starken oder August im Dritten gehörte, bringt noch einen Kick da drauf. Als die Wittelsbacher ihre Diamanten mal vor ein paar Jahren versteigert haben, dann kam eben noch der Effet dazu, wer das alles getragen hat. Das gibt dann noch mal mindestens 100% drauf. Das macht das Besondere aus. In der Zerstörung würde ein enormer Wertverlust des gesamten Objektes stehen. Also im kunsthistorischen Sinne. Aber wenn Sie gerade über spektakuläre Fälle sprechen, woran denken Sie da noch? Und wie kommt die Polizei dann solchen Leuten auf die Schliche? Wo geht's dann schief? Also für mich sind natürlich die spektakulärsten Fälle, die bei mir selbst passiert sind, die schlimmsten. Aber es ist, was ist Ihnen da passiert? Wenig. Also ist mal einer reingerannt ins Kunsthaus Lempertz und hat wirklich am Eingang ein Bild von der Wand geraubt und ist rausgerannt. Es war eine ganz kostbare Porzellantafel, KPM. Die haben wir nie wiedergefunden, wir haben ihn aber auf Video. Aber wir haben ihn nicht wiedergefunden. Das ist bis heute nicht aufgetaucht. Also diese primitive Nummer reinrennen und schnell wieder rauslaufen, ja, hat funktioniert. Hier im Prinzip, ja, also es kommt immer, das Problem ist, sie dürfen kein Menschenleben riskieren. Das war hier auch so. Mhm. Ich bin schon erstaunt gewesen, die Wachmänner haben die Leute ja erst entdeckt, als sie schon drin waren. Und nicht, als sie rein wollten. Also ich glaube, dass das die Achillesferse der ganzen Geschichte ist, die Außenhaut. Die haben zu spät gemerkt, dass sie drin waren. Dass sie keine Zeit mehr hatten, die Polizei rechtzeitig da. Ja, die haben sie schon noch gehabt, aber die haben sich buchstäblich überschnitten. Also die Diebe müssen gerade um die Ecke gewesen sein, da kann man da an der Ecke die Polizei rein. Anders kann es gar nicht gewesen sein. Da ging es um Minuten. Ja, es ging um ganz wenige Minuten. Man sieht das ja in dem Video, das Video aus diesem Raum, wo die diese Scheiben zerhacken, das endet so 58, 59, 4 Uhr 58, 4 Uhr 59. Morgens, ne? Morgens. Die Polizei ist so 9.05 Uhr, 9.06 Uhr eingetroffen und sie müssen ja auch noch eingepackt rausgegangen. Das sieht man ja alles auf dem Film gar nicht. Also die müssen sich tatsächlich hatten ein Schwert dabei. Also müssen sich. Da läufst du mal morgens um 5 mit einem Schwert, das Millionen wert ist, durch die Dresdner Innenstadt, ja? Die sind ja zu Fuß weg, diese Leute, oder? Naja, offenbar stand da direkt draußen ein Fluchtfahrzeug. Das ist jetzt auch eine neue Erkenntnis von heute Nachmittag gerade. Es ist in einem Parkhaus an der Autobahn ein ausgebrannter Audi A6 entdeckt worden. Da hat man gestern schon gedacht, naja, könnte schon zusammenhängen. Und heute weiß man, es war das Fluchtfahrzeug. Ne? Man hat auch Spuren der Leute in diesem Auto gefunden. Und jetzt bangen natürlich alle Sachsen, ob diese Spuren vielleicht zu den Tätern führen werden. Wahnsinn. Dieser Stromkasten, der da außer Betrieb gesetzt wurde, was können Sie uns darüber erzählen? Also ich habe mir das gestern auch angeschaut. Total verrückt, da ist am Brückenkopf, da an der Augustusbrücke, das ist also die prächtige Dresdner Brücke, die da in die Altstadt führt, also direkt am Eingang zur Altstadt ist da irgendwie so ein, unter der Brücke so eine Art Trafo-Häuschen oder so. Da sehen wir das nochmal hier, ne? Genau.
Rauch gestern noch wahnsinnig verschmort und nach Kabelbrand. Und da sind die, also es ist noch nicht erwiesen, aber es wird angenommen, dass es eben Helfer oder die Täter selber waren, die das angezündet in Brand gelegt haben. Offenbar auch genau wussten, was dann passiert, nämlich dass die Straßenbeleuchtung ausfällt rund um das Museum. Also die hatten sich schon schlau gemacht vorher, deswegen sage ich präzise und wohl überlegt, auch wenn es manchmal so brachial ausschaute. Also gibt es dann doch nicht nur im Kino, Herr Hahnstein, ne, was wir da gerade hören. Ja, es gibt ja eine gewisse Verwandtschaft mit dem Fall in Berlin, Bode-Museum. Ja. Das war ja auch super, super professionell. Die Münze, ne? Diese Goldmünze, Münze, ja. Zwei Zentner wiegt. Und die dann mit einer einfachen Laufkatze da rauszuziehen, das war auch hochprofessionell. Aber auch die haben sie geschnappt, ne? Nur die Münze noch nicht. So, aber die Münze ist aber weg, ne? Also die weg, mutmaßlich ja. verantwortlichen Mitglieder des Remmock-Clans, ne? Habe ich doch richtig im Kopf. Die ja, wobei, stehen und standen ja vor Gericht. Wobei ich, genau, ja. in der Berliner Fall ja noch in der Klärung ist, wenn man nicht genau weiß, waren es die oder waren die es nicht. Und gestern auch in Dresden die Polizei schon vermutete oder laut überlegte, ob es da sozusagen Verbindungen nach Berlin geben könnte. Aber das ist alles noch totale Mutmaßung. Ja? Genauso wie ich auch noch nicht ausschließen würde, dass es sich doch um so eine Art Art-Napping-Fall handelt und die noch versuchen, Lösegeld zu erpressen. Ja? So was habe ich gelernt. Kunstentführung, hab ich auch die letzten Tage gelernt. Ja. Und man versucht, Geld zu erpressen beim Freistaat Sachsen. Und würde weiß nicht, ob es funktionieren würde, aber könnte mir vorstellen, dass der Versuch unternommen wird. Man sagt in Sachsen, wir versichern nicht, wir sichern. Also wir versichern diese Kunstwerke nicht, weil wir gut auf sie aufpassen. Hat jetzt leider keinen Erfolg gehabt. Die Nummer hat nicht funktioniert. Herr Hahnstein, glauben Sie aus dem, was Sie wissen, aus Ihrer Erfahrung, dass das irgendwann mal wieder auftauchen wird, was da jetzt abhanden gekommen ist? Ich glaube schon. Wenn Sie in die Historie zurückgehen, es gibt ja viele spektakuläre Diebstähle. Die meisten sind ja dann doch wieder aufgetaucht. Bilder auch beispielsweise. Bilder auch. Die meisten sind wieder aufgetaucht. Man muss halt aufpassen, es ist ein sehr heikles Feld. Wenn die Diebe in Not kommen und sich verfolgt fühlen oder das Gefühl haben, die Polizei ist uns unmittelbar auf den Fersen, dass sie nicht, das hat es mal in Frankreich gegeben, da hat einer dann einen ganzen Schwung Bilder in den Fluss geschmissen, um das Corpus Delicti zu vernichten, das Hauptbeweismittel. Also hier die größte Sorge gilt jetzt, die Dinge zu erhalten und nicht, dass sie auf eine verrückte Idee kommen und schmeißen das in die Elbe, weil sie das Gefühl haben, die schnappen mich gleich. Ne? Also bei der Fahndung müsste das oberste Prinzip, ich bin aber kein Spezialist dafür, natürlich sein, die Kunstwerke zu erhalten. Ganz grundsätzlich. Das ist sächsische Identität, das ist deutsches Kulturgut, das ist abendländisches Kulturgut. Und man hat wirklich einen Stich in das Herz Sachsens, in das kulturelle Herz Deutschlands gemacht. Sie sind Sachse. Absolut. Und nicht weit von da geboren. Ja, trifft mich natürlich auch, wenn die Frage darauf anspielt. Also klar, das ist was einen bewegt, wenn man im Ausland unterwegs ist, als jemand, der da aufgewachsen ist, wird man auf sowas angesprochen. Da ist die Dresdner Kunst und Kultur. So viele schrullige Seiten diese Stadt Dresden auch hat und so viele unangenehme Dinge da vielleicht auch in den letzten Jahren passiert sind. Aber das ist wirklich ein Teil der Identität in diesem Bundesland, den ich durchaus irgendwie schätzens- und schützenswert finde. Ja, und was für finde. Sachsen der August der Starke oder August der Dritte war, das ist das Gleiche wie Ludwig II. Für Bayern. Das ist ein Touristenmagnet. Die Sammlung, die beiden angeschafft haben, ist der größte Magnet von Sachsen. Was sie gebaut haben, was sie gesammelt haben, das ist der große Magnet. Das ist so ähnlich wie in Bayern. Eigentlich noch mehr als in Bayern. Wann kommt der grüne Edelstein aus New York wieder zurück? Ich frage nur für einen Freund. Vielleicht warten die jetzt. Anfang des Jahres. Vielleicht warten die jetzt erstmal ein bisschen, bis sie die Sicherheitsvorkehrungen nachgerüstet haben. Ne? Jetzt gilt es ja auch mal zu analysieren, wie konnte das passieren? Es ist doch eigentlich unmöglich, dass sowas passiert. Und dass das erst bemerkt wird, wenn die Diebe vor der Vitrine stehen, so ungefähr im Saal sind. Finde ich schon bedenklich. Und es klingt auch so ein bisschen merkwürdig, wenn man sagt, naja, war nur gesichert durch ein Gitter und so weiter. Aber so ist es ja nicht. Also Sie kennen dieses Gewölbe ja bestens. Und man erfährt nicht so richtig viel über die Sicherheitsvorkehrungen aus nachvollziehbaren Gründen. Aber so ein bisschen was schon. Und Sie sagen, das war up-to-date, was da Ich habe ja mit den Dresdner jetzt auch mal gesprochen heute. Aber ich glaube, die Achillesferse ist die Außenhaut gewesen. Aber das ergibt sich automatisch auch durch die Fernsehaufnahmen, durch die Videoaufnahmen. Immer, Sie können andererseits auch, gerade dieses grüne Gewölbe, schauen Sie sich das an, dieses schöne Foto da. Da sehen Sie, da ist zwar vorne ein Band davor, aber Sie sind sehr nah an den Objekten dran. Sie haben das unmittelbare Erlebnis, wie das vor 300 Jahren gewesen ist. Sie können die Objekte ohne Glas sehen. Also das ist schon gefährlich, auch das grüne Gewölbe. Aber wollen wir die Kunst nur noch im Tresor ansehen?
Ist auch ganz interessant, auch, ne, dass da ganz viel Kunst frei steht, dass man da ja im Grunde mit dem offenen Sack irgendwie durchlaufen oder so reinwerfen könnte und die aber an diese Vitrine gegangen sind, weil sie was Bestimmtes wollten. Weiß man denn als normaler Museumsbesucher, dass das die wertvollste Ecke ist, wenn man vorher da war? Steht schon in jedem Flyer. Brauchen sich bloß einen Katalog zu kaufen. Ja, okay. Die werben schon damit, was sie dafür jetzt haben. Das kann ja auch wirklich nur Zufall gewesen sein, was ich nicht glaube, aber dass sie wirklich nur rein zufällig das Beste mitgenommen haben. Das glaube ich nicht. Die wussten so viel und die waren so gut vorbereitet. Die wussten auch genau, wo sie die wertvollsten Sachen finden. Und wie gesagt, hätten sie nicht gewusst, dass hinter der Vitrine die besonderen Werte lagern, hätten sie auch alles andere mit viel weniger Zeitaufwand mitnehmen können. Ja, aber das sind die einzigen Dinge im grünen Gewölbe, die man tatsächlich, wenn man sie verarbeitet, wenn man sie rausnimmt, zu Geld machen könnte. Mhm. Mit den großen Dinglinger-Arbeiten, mit den Pokalen, die Sie da sehen, können Sie das nicht machen. Materialwert ist das eine, der ideelle Wert, der kunsthistorische Wert ist ein ganz, ganz anderer. Ich danke Ihnen beiden sehr, sehr herzlich. Das ist ein Krimi. Aber ein trauriger, ein Drama in dem Fall. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Abdel Karim ist bei uns. Habt ihn eben schon kurz vorgestellt. 38 Jahre alt mittlerweile, Abdel. Das ist ja Wahnsinn. Lass ich mal so stehen. Wir haben uns das letzte Mal gesehen, da warst du noch irgendwie 33 oder so. Ne? Ja, schon lange her. 2013 hast du mich eingeladen. Dann dachte ich, da entsteht eine Freundschaft, aber Pustekuchen. Hast du eigentlich schon einen deutschen Pass mittlerweile? Nein, du hast ja gerade schön vorgelesen. Leider noch nicht. Ich würde ihn aber sofort kriegen. Das ist also... Warum willst du nicht oder was ist los? Das hat mit Wollen nichts zu tun. Ich bin halt generell ein bisschen faul. Und es ist sehr teuer. Ich müsste 300 Euro bezahlen, ungefähr, für einen deutschen Pass. Und das ist jetzt sehr viel für einen deutschen Pass. Ein Freund von mir kann den günstiger besorgen. Das ist echt so. Das ist ein Adler, nicht drauf, sondern eine Amsel. Aber für den Preis kann man nichts sagen. Aber ich würde ihn sofort kriegen. Viele haben du würdest ihn kriegen, ja? Okay. Ja, viele ich werde wirklich oft gefragt, warum ich noch keinen habe. Ja. Früher war das nicht so. Also ich bin ja nicht der Jüngste, leider. Und früher war das nicht so, wenn man als Sohn von Einwanderern geboren wird in Deutschland, dass man nicht automatisch den deutschen Pass hat, sondern da muss man noch ein paar Fragen beantworten und zeigen, dass man wirklich dazugehören möchte. Mittlerweile würde ich ihn sofort kriegen, wenn ich jetzt noch mal nachträglich geboren werden dürfte. Haben deine Eltern einen deutschen Pass mittlerweile? Nee, meine Eltern sind froh, dass sie hier leben dürfen, aber die haben noch keinen. Mhm. Nee. Es wäre aber, eigentlich hat der Pass wirklich nur Vorteile. Natürlich, weil erstens, man fühlt sich ja hier wohl, im Optimalfall, ich auch. Und man dürfte rumreisen, viel stressfreier. Als Marokkaner braucht man sogar für Marokko ein Visum, das ist sehr tragisch. Und man darf wählen, was ja heute viel wichtiger ist als noch vor Jahren, dass da jede Stimme zählt. Deswegen spricht eigentlich nichts dagegen. Aber trotzdem ist es dir, die 300 Euro sind es dir nicht wert? Nö, schon. Nur wenn man jetzt wirklich darüber diskutieren würde. 300 Euro, warum muss ich so viel bezahlen und ein Urdeutscher nicht? Aber natürlich ist das nicht der Grund. Also ich habe vielleicht Angst vor den Warteschlangen. Oder in Duisburg steht der Ausländerbehörde. Aber das ist ernsthaft, aber ernsthaft. Ernsthaft. Das ist ja die erste Antwort. Ich schieb's. Ich habe es seit Jahren wirklich vor. Das ist kein Scherz. Also ich komme hier vor wie beim Kreuzverhör. Was ist los, Herr Lanz? Was ist los mit Ihnen? Nein. Guck mal, jetzt gehen wir direkt ins Sie, ne? Ja, direkt. Freundchen. Ja, ja. Freundchen. Ich frage das deswegen, weil vor der Frage stehen wir irgendwann mal alle. Wenn ich aber den Pass habe, werde ich ihn auf jeden Fall dich darauf ansprechen und dann hoffe ich auf eine Einladung. Dann sagst du heute der deutsche Abdel Karim. So, kommst du wieder vorbei. Ja, ja, nee, ich frage das deswegen, weil es ja auch immer um die Frage der Identität geht. Wir haben gerade über sächsische Identität und so weiter gesprochen. Wie fühlst du dich? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Bei mir hängt es immer davon ab, wer gerade vor der Tür steht, was ich gerade bin. Das ist, also, ist ja der Vorteil gegenüber anderen. Ich kann ja wirklich immer eine andere Sache annehmen. Aber bist du so Teilzeit-Araber? Oder wie Teilzeit-Marokkaner oder mal ein Deutscher, je nachdem. Man ist auch beides. Ich könnte die Frage jetzt nicht amtlich beantworten, als was ich mich fühle, weil ich habe ja wirklich mehrere Einflüsse. Meine Eltern sind Marokkaner, ich bin Bielefelder, ich bin aber nicht ganz urdeutsch. Das sieht man leicht, dass da irgendwas passiert ist. Deswegen ist es schwer festzumachen. Und du machst dir jetzt nochmal ein letzter Versuch, um das ernsthaft zu fragen und zu beantworten. Nee, das war die ernste Antwort. Das ist ja eine wichtige Frage, finde ich. Ja. Wer du bist, woher du kommst und was dich im Kern wirklich ausmacht. Ja. Und wie fühlst du dich? Bist du eher jemand, der deutsch ist, in seiner Art zu denken, zu sein? Oder bist du am Ende eher der Marokkaner, der von seinen Eltern geprägt ist und der in diesem Land geboren ist und sehr gerne auch hier lebt und hier sehr erfolgreich arbeitet? Was bist du? Ja, genau die Frage habe ich ernsthaft beantwortet. Es ist wirklich nicht klar zu sagen. Ich habe ja nicht nur marokkanische und deutsche Einflüsse, ich habe auch sehr viele türkische Einflüsse. Ich bin in einer Gegend aufgewachsen, wo nur türkischstämmige gelebt haben, zumindest Kinder. Die Älteren waren alle deutsch und die Kinder waren irgendwie alle gefühlt türkisch. Und da war ich oft bei denen zu Hause, habe türkische Kultur kennengelernt, türkisches Essen,
Ich verstehe sehr gut Türkisch, nicht alles. Ich kann mir den Rest zusammenreimen. Ne? Und so gesehen ist es wirklich von allem etwas. Was Pünktlichkeit angeht, bin ich noch sehr marokkanisch. Das kann man so festhalten. Wenn ich mich verspäte, wenn andere sich verspäten, bin ich sehr deutsch. Ja, okay, genauso gnadenlos wie die anderen. Ja. Wie war dieses Aufwachsen in der Bielefelder Bronx, wie du sie nennst? Das ist natürlich nur ein Spaß, ja, aber... Das Schöne ist, dass wir uns nie darüber Gedanken gemacht haben. Wir haben es Bronx genannt, nicht wirklich ernst gemeint, aber es war halt eine Migrantenecke. Und es war uns immer Schnuppe, weil wir sind ja von Anfang an so aufgewachsen. Es war nie Thema, oh, hier sind ja sehr wenig blonde Menschen, nur die Lehrer sind deutsch, stimmt doch was nicht. Und irgendwann später, wo es thematisiert wurde, na, ihr gehört zu einem sozialen Brennpunkt, ihr müsst euch integrieren, was ist denn los mit euch? Dann haben wir erst angefangen, das zu thematisieren, ob das wirklich normal ist, wie wir aufgewachsen sind. Mhm. Und die Schule, was war das für eine Grundschule? Wie sah die aus? Die Grundschule? Ja, was waren da für Kinder drin? Also der Lehrer war blond. Das ist echt so. Es war auch nicht schlimm. Wir sind ja so aufgewachsen. Für uns war das normal. Ja. Wir hatten 2, 3 Russlanddeutsche, ein paar Wigli, Leute, die Anna heißen und Sascha. Da wussten wir, nach der 4. gehen ins Gymnasium. Also wenn wir noch was loswerden möchten, dann am besten jetzt. Und das war das normale. Lieblingsfeiertag? Okay, die Grundschule war eigentlich durchgehend. Ich habe sogar in der Grundschule Weihnachten gefeiert, was großen Spaß gemacht hat, ohne Geschenke, aber man nimmt es mit. Und mein Lieblingsfest damals war St. Martin. Ich weiß nicht, ob man das, sagt man das noch, St. Martin? Ja. Sagt man, bei uns in der Parallelwelt. War doch gerade, ja. Ja, vor kurzem. Bei uns sagt man nicht St. Martin, bei uns sagt man, kommst du Laterne. Aber ist das Gleiche, ist das Gleiche. Aber es war immer mit Überredungsversuchen verbunden, weil meine Eltern haben sich natürlich erst recht Mühe gegeben, an die Kultur festzuhalten aus Marokko, weil die hier aufgewachsen sind und man hat das Gefühl, was zu verteidigen. Und man lebt dann, man achtet dann auf vieles und hinterfragt viel. Ist das okay, wenn er jetzt da mitmacht oder nicht? Und mein Vater war lange dagegen, bei Laterne mitzumachen, bis er gemerkt hat, da gibt Süßigkeiten kostenlos. Da war klar, Kultur müssen wir akzeptieren, zieht euch an, auf geht's. Und es hat Spaß gemacht. Die waren nicht so gute Sänger, aber... Es war lecker. Ich meine, weil du das gerade so sagst mit deinem Papa, ne, das ist ja der Konflikt, in dem viele Einwanderer dann ja auch tatsächlich sind. Also deine Eltern sind ja aus Marokko hier gekommen. Ja. Als haben sich hier kennengelernt, haben sich dort schon in Marokko, haben die sich schon in Marokko kennengelernt. Die sind irgendwann hierher gekommen. Als Ehepaar sozusagen hierher gekommen. Richtig, ja. Und dann immer der Konflikt, also wie erziehst du deine Kinder? In welchem Geist erziehst du deine Kinder? Wie sehr versuchst du die Tradition von zu Hause zu bewahren und inwieweit führst du sie in dieses neue Leben hinein? Wie war das bei euch? Oh, das ist eine sehr offene Frage. Da kenne ich ja wirklich dazu. Welches Jahr möchtest du von mir jetzt einfach? Man hat nicht darüber gesprochen, dass man sagt, so kommt doch her an den Tisch, liebe Kinder, wir haben jetzt 2 Optionen. Mhm. Klassenfahrt, ja oder nein. Sondern es passierte einfach so. Ne? Der Konflikt war da. Irgendwann haben die Eltern sich auch Gedanken gemacht, ist das denn jetzt okay? Alle anderen machen es ja auch. Sollen wir jetzt Nein sagen? Ja. Das ist ganz schwierig auf den Punkt zu bringen. Es entwickelt sich irgendwie und irgendwann wird man selber selbstständig. Man hat ja zu Hause den Elterneinfluss und draußen den Einfluss mit den anderen Kindern. Mhm. Und Schule und so ein Kram. Gut, bei uns war das so, wir hatten nicht so viel gemischtes Publikum in der Schule. Die hatten alle den gleichen Konflikt, nur es wurde nie thematisiert. Es war einfach... Und wann wurde das dann Thema? Ja, wie gesagt, später erst. Später, als wir... Irgendwann haben die Lehrer mit uns darüber gequatscht, aber nicht in der Grundschule. Das kam später erst. In der Hauptschule zum ersten Mal wurde es thematisiert. Sozialer Brennpunkt und so weiter und so fort. Dann gab es irgendwann diese ganz schlimmen Anschläge. Dann haben wir gemerkt... Schlimme Anschläge meinst du 2001? Oder? Nein, davor schon. Diese ganzen Brandanschläge auf Asylheime. Ach so, okay, in den 90ern. Ja, und da haben wir dann zum ersten Mal... wurde es auch in der Schule thematisiert. Warum macht man sowas? Wie asozial muss man sein? Was sind die Pseudogründe? Und so weiter und so fort. Und dann hat man so langsam... gemerkt, es ist jetzt nicht der normale Weg, so aufzuwachsen, wie sind Eltern von Einwanderern und es gibt noch die Mehrheitsgesellschaft, die sogenannte und so weiter und so fort. Mhm. Und wie hat sich die Atmosphäre, die Stimmung nach 2001 verändert, nach 9/11? Islam ist Thema dann, das ist ja klar. Ja, das meine ich. Plötzlich war das Thema. Nach 2001 war das Thema von allen. Ich persönlich hab das nie schlimm gefunden. Viele haben ja dann zum ersten Mal gewusst, oh, hier leben Moslems. Die sahen nur anders aus, aber die haben auch eine andere Religion. Ich habe immer versucht, Sachen so ins Lächerliche zu ziehen, wenn die jetzt zu persönlich geworden wären sonst. Also wenn ich in der Bahn sitze oder wenn ich in die Bahn einsteige, erlebe ich ja sehr oft Vorurteile. Was erlebst du da? Das sind Kleinigkeiten. Ich werde jetzt nicht bedroht oder so. Aber wenn ich in den Zug steige und eine ältere Frau sieht mich, dann nimmt sie den Trageriemen ihrer Tasche, wickelt den 10-mal um ihr Armgelenk.
Und dann denke ich mir, okay, die hat gerade vielleicht ein bisschen Angst. Früher bin ich einfach weitergelaufen. Mittlerweile, wenn das passiert, nehme ich meine Tasche und ziehe die auch ganz fest an mich. Und dann merke ich selber, ah, das ist ein bisschen peinlich jetzt. Was ich auch gemerkt habe, das ist mir selten passiert, aber immer öfter die letzten Jahre, wenn ich irgendwo an einem Bahnhof aussteige, wie Wattenscheid zum Beispiel, das ist ein Bahnhof, der ist noch nicht zu Ende gebaut, glaube ich. Und eine Frau steigt auch mit mir aus. Wir sind nur zu zweit und die ist ein paar Schritte vor mir und merkt, dass wir den gleichen Weg haben, zufällig. Dann holt sie ihr Handy raus und führt ein Fake-Gespräch mit ihrem Freund. Und sagt, ah, hallo Schatz, kannst du mich auch schon sehen? Und hast du den Boxkampf gewonnen? Und so weiter und so fort. Finde ich süß. Wie ist es bei Männern? Bei Männern auch so? Sorry. Bei Männern auch? Nee, Männer machen was anderes. Machen die wirklich. Das habe ich auch, also das mit dem Anruf, Fake-Gespräch und so, das kann ich noch nachvollziehen. Männer machen wirklich was ganz Komisches. Im Dunkeln halten die an, wenn sie mich dahinter vermuten. Und dann schauen sie sich einfach ein Gebäude an. Und denken sich, das Gebäude wollte ich schon nachts schon immer mal angucken. Und dann warten die, bis ich die überhole. Das ergibt irgendwie für mich gar keinen Sinn, weil wenn ich eine Bedrohung bin, darf ich die ja nicht überholen, sondern dann muss ich ja eigentlich, ich habe das noch nicht durchschaut. Noch nicht verstanden, aber es passiert sehr oft. Ich sorge dafür, dass Menschen sich Gebäude angucken. Nachts. Nachts, ja. Ja. Irrsinnig. Aber diese Vorurteile, von denen du sprichst, ich finde immer gut, dass du da differenzierst. Du bist ja nicht einer, der sagt, irgendwie das mit dem alltäglichen Rassismus, das wird immer schlimmer und alle so über einen Kamm, sondern du differenzierst da sehr sauber und sagst, das ist nach wie vor eine Minderheit, die sowas macht und die auch mit entsprechenden Vorurteilen im Kopf auf mich zugeht. Ja, finde ich schon. Es ist ja zum Glück auf jeden Fall die Minderheit. Ja, aber du bist ja als Comedian, du bist ja Land auf Land ab unterwegs. Ja, du kannst richtig. Ja so gut wie wenige hier sagen, was im Land draußen wirklich los ist. Ja, wobei man sagen muss, man sieht sehr wenig von den Städten. Leider, sei denn man ist mehrere Tage auf Tour. Wenn man zurückfahren darf, ist man meistens direkt weg. Mhm. Aber auf jeden Fall ist zum Glück definitiv so, dass ich auch noch im Osten Deutschlands auftrete und die Leute Spaß haben. Und nach der Show entstehen schöne Gespräche. Also es ist anhand der Wahlergebnisse, sieht man ja auch, es wählen nicht 90% AfD, sondern viel weniger, immer noch zu viel. Aber ich finde, dieses Spruch AfD wirkt, den die ja gerne sehr oft von sich behaupten, wenn mal was passiert, der darf in einem Punkt nicht passieren, dass wir genauso aggressiv diskutieren wie die selber. Da sollten wir darauf achten, dass wir uns nicht anstecken lassen, von dieser Rassisten-Art und Weise zu sprechen. Immer, wir haben recht. Herr Macron jetzt nicht gerade. Aber das ist ja etwas, was... von dem ich das Gefühl habe, dass das immer weniger stattfindet. Also wir ziehen uns alle so in unsere Blasen zurück und kommen nicht mehr wirklich miteinander ins Gespräch. Ich habe dieser Tage einen Artikel irgendwo gelesen, in dem es ernsthaft um die Frage ging, ob man AfD-Parlamentarier grüßen sollte oder nicht. Fand ich völlig abwegig, völlig verrückt, dass wir solche Diskussionen führen mittlerweile. Wie würdest du denn mit Leuten umgehen, die... Du hast ja auch schon AfD-Leute interviewt beispielsweise. Ja, wie gehst, richtig. Du, wie gehst du auf diese Leute zu? Cool, dass der Typ mitgemacht hat, Herr Holm. Weil er sicherlich davon ausgehen konnte, dass ich nicht der größte AfD-Fan bin. Und trotzdem hat er zugesagt, er wollte es natürlich nutzen für sich, um auch Werbung zu machen. Ich habe dann auch ganz normal mit ihm gequatscht, obwohl wir ganz klar komplett unterschiedlicher Meinung sind. Und ich fand es auch schade, dass er, als AfD-Wähler, hätte ich schade gefunden. Der hat ja nicht einen einzigen AfD-Spruch hat er so bestätigt. Er hat wirklich die ganze Zeit gesagt, ja, wir sind eine junge Partei, wir wissen nicht, wie man sich ausdrückt, gibt uns doch ein bisschen Zeit. Dann habe ich ihn gefragt, Sie sagen ja, Sie sind gegen Islamisten und nicht gegen den Islam, aber auf Ihrem Plakat steht hier ganz klar der Islam. Ja, da habe ich ihm auch gezeigt. Und dann war er natürlich erstmal perplex, weil was soll er da groß sagen? Das Bild war ja von denen, er kennt das. Und dann eine sehr schöne Ausrede, ja, das Wort Islamist war zu groß, das passte nicht mehr rein. Das hat er ernsthaft gesagt. Ich so, das meinen Sie jetzt doch nicht ernst, doch, das ist zu groß. Und so, also man, wenn man ganz normal und sachlich mit AfD-Leuten diskutiert, bin ich mir sicher, dass wir ganz viele von denen zurückkriegen. AfD halte ich für extrem rassistisch, aber die AfD-Wähler, da gibt es zig Gründe, warum sie zur AfD gehen. Und ich bin mir sicher, dass man die allermeisten, vielleicht bin ich zu optimistisch, aber ich bin mir sicher, die meisten AfD-Wähler würden das einsehen. Wenn man ihnen wirklich, es gab mal eine Facebook-Gruppe, da haben Leute Zitate der AfD gepostet, die wirklich gesagt wurden. Und da haben ganz viele AfD-Wähler gesagt, nee, das haben die so nie gesagt, das ist doch alles Lüge, das stimmt doch gar nicht. Also ich... bin sehr optimistisch, dass man doch... Sind Sie da auch so optimistisch, Herr Machowitz? Also die AfD, interessant, dass Sie das sagen. Erst, die wissen natürlich schon, dass sie sich immer so verhalten müssen, wie das Publikum, vor dem sie gerade stehen, es erwartet. Und das können die auch gut. Darf natürlich trotzdem nicht vergessen, was einzelne Vertreter dieser Partei so von sich geben. Ja, das ist, sorry, das glaube, ist einer Meinung. Ich bin ja, absolut. Und die Partei und die Funktionäre sind auf jeden Fall nicht diskussionswürdig. Ich
Aber es geht mir um die Wähler. Ich glaube auch dieses Ausgrenzen, was Sie auch gerade erwähnten, das führt genau zum Gegenteil. Ja? Wenn man anfängt, den AfD-Politikern die Hand nicht mehr zu geben und mit denen nicht mehr zu sprechen. Ich habe das schon das ein oder andere Mal miterlebt, wenn ich unterwegs war in Ostdeutschland. Die gehen ja dann zu ihren Wählern auf irgendwelche Veranstaltungen in die Gasthäuser und erzählen dann, die geben uns nicht die Hand, die reden nicht mit uns, die grenzen uns im Landtag aus, die haben offenbar richtig Angst vor uns. Und dann freuen sich sozusagen die Wähler, fühlen sich bestätigt. Wenn man anfängt, alle zusammen gegen eine Partei, dann wird es der AfD sehr leicht gemacht, diese Geschichte zu erzählen, alle grenzen uns aus und alle sind ein Parteienblock, der nur dasselbe Interesse hat, sozusagen. Deswegen ist es ganz wichtig, da zu differenzieren. Und ich würde auch sagen, die allermeisten AfD-Wähler, mit denen sollte man diskutieren und streiten. Und die sollte man versuchen, in die Debatten einzubeziehen. Weil nur so kann man auch dafür sorgen, dass sie nicht mehr diese Partei wählen. Hast du, Abdelkarim, für dein Fernsehformat. Wir zeigen gleich einen kleinen Ausschnitt aus einer Begegnung mit Jens Spahn. Aus einer Begegnung mit Jens Spahn. Hast du auch schon mal mit Islamisten gesprochen? Mit Islamisten? Was würdest du um Islamisten sagen? Also ich halte nicht viel vom Begriff Islamist, weil jeder was anderes darunter versteht. Was genau meinst du mit Islamisten? Wirklich krasse, schlimme Typen mit Straftaten schon? Ja, oder ich meine damit Leute, wie ich sie beispielsweise vor nicht allzu langer Zeit in England getroffen habe, in Luton, das ist eine Stadt nördlich von London. Da triffst du Leute, die dir sagen, pass auf, also wir leben hier zwar in England, aber die sind so radikal, dass sie selbst aus Saudi-Arabien rausfliegen, weil sie den Saudis zu radikal sind. Und die aus Ägypten rausfliegen, weil sie den Ägyptern zu radikal sind. Und die liberale englische Gesellschaft nutzen, um ihr Ding zu machen. Mhm. Und die erkennbar natürlich nichts von der englischen Verfassung halten, sondern die dir sagen, pass auf, du bist ein Ungläubiger, du bist, das sagen die dir auch vor einer Kamera, du bist weniger wert als ich. Ja. Und mit meiner Frau sprichst du übrigens auch nicht, weil die möchte das gar nicht. Ja, die möchte gar nicht. Und wenn du diese Leute fragst, was eigentlich die Idee ist, der sie nachgehen, dann ist das etwas, was sehr beunruhigend ist. Was würdest du die fragen? Eine spontane Frage fällt mir ehrlich gesagt nicht so ein, was ich einen Islamisten wirklich fragen würde, wenn er jetzt vor mir stehen würde. Ich habe schon oft mit Leuten diskutiert, es gibt Unterschiede zwischen einem Moslem, der am Leben teilnehmen möchte, oder einer, der sich abkapselt, aber trotzdem kein Islamist ist, sondern einfach nur sein Ding macht. Absolut. Das ist dann halt vielleicht nicht so zugänglich, aber der macht sein eigenes Ding. Mhm. Aber Leute, die wirklich sagen, wir leben bei Ungläubigen und diese Demokratie müssen wir ausnutzen, bis wir oben sind. Erstens ist das ein absoluter minimaler Anteil. Aber zweitens ist es natürlich keine Gesprächsgrundlage. Das ist ja offensichtlich. Aber es gibt natürlich diese Leute. Und ich habe auch da oft das Gefühl, wir müssten viel öfter mit solchen Leuten, auch wenn es extrem unangenehm ist und unbequem ist, ins Gespräch kommen, um zu verstehen, was da passiert. Vor allem mit Jüngeren. Richtig. Es wird gerne gesagt, präventiv und so weiter, aber das ist unbezahlbar. Das kann man gar nicht nachholen, wenn man was verpennt. Wenn die jung sind, später das nachzuholen, ist eigentlich unmöglich. Und da muss man sich leider den Vorwurf gefallen lassen, dass oft Extreme, egal in welche Richtung extrem, den Jugendlichen bessere Angebote bieten. Und das ist eine Frage, die man sich dann stellen muss. Ja, das ist dann alles schon ein Schritt weiter. Aber ich habe oft das Gefühl, dass wir, weil wir dann Angst haben vor rassistischen Reflexen beispielsweise, dass wir dann dieses Gespräch nicht ernsthaft und aufrichtig führen, sondern wir trauen uns das nicht. Wir sagen, pass auf, machen wir lieber nicht, weil dann sagt gleich wieder einer Rassist. Und dann haben wir ein Problem damit. Das ist das, was passiert. Wie beobachtest du das? In welchem Zusammenhang genau mit Rassisten? Ja, also wenn du solche unangenehmen Themen ansprichst, das ich gestern gerade irgendwie bei den Kollegen der ARD eine sehr sehenswerte Dokumentation gesehen von Olaf Sundermeier zum Thema Clan-Kriminalität in Deutschland, in der Holger Münch, der Chef des BKAs, unter anderem auch sagt, wir haben als Ermittler sehr, sehr lange und über Jahrzehnte an diesem Punkt weggeguckt, weil wir Angst hatten, dass wir uns sofort den Rassismusvorwurf einfangen. Das heißt, wir ethnisieren alles und in dem Moment nennen wir Kriminelle nicht mehr Kriminelle, sondern sagen, okay, ist ein Krimineller, hat aber einen Migrationshintergrund, lieber Finger weg. Gefährlich. Heißes Pflaster. Ja, ich bin jetzt kein Kriminologe natürlich. Was ich aber weiß, ist, dass in dieser Migrantenecke, wenn man die so nennen möchte, da wo ich jetzt herkomme, solche Clanstrukturen, wenn sie kriminell sind, und das ist ja meistens dann auch damit gemeint, dass die natürlich auch überhaupt gar keine Unterstützung haben. Also es sei denn, irgend so ein 15-jähriger Hip-Hop-Fan sagt es, aber er meint es nicht wirklich ernst, dass es cool ist. Man mag auch Tony Montana, obwohl man weiß, das ist nur ein Film. Aber innerhalb der arabisch-islamischen Community ist es eindeutig, dass Straftaten sind. Bei der Mehrheit. Ich kenne nicht jeden Moslem persönlich, aber die absolute Mehrheit, ich bin ja mit Moslems aufgewachsen. Ja, sehe ich auch so. Ja, ist auf jeden Fall gegen Kriminalität und
findet... Aber wir tun dieser friedlichen Mehrheit keinen Gefallen, wenn wir die, die ernsthaft kriminell sind, nicht wirklich beim Namen nennen. Das ist mein... Ja, das stimmt. Und ich finde, man sollte sowieso in Talkshows ist es ja oft so, man hat eine begrenzte Zeit und dann geht es um Parolen. Das ist jetzt eine Ausnahme. Aber Leute, die im Hintergrund arbeiten, ja, sich viel mehr Mühe geben, das alles zu erklären und auch zu ermitteln, die kriegen ja selten eine Plattform. Weil man würde sagen, hör mal zu, du hast 10 Minuten, hau mal ein paar Sachen raus und dann tschüss. Aber ich habe letztens ein Interview gesehen mit einem klaren Experten, nenne ich den mal so, 20 Minuten, und das war genial. Der hat da wirklich ganz viele Sachen nachvollziehbar erklärt. Und das sollte man viel öfter sehen und nicht nachts um 3 beim zufälligen Rumseppen. Also, prämiertes Format, endlich Klartext, Fernsehpreisauszeichnung dafür bekommen. Was war die Idee dahinter? Etwas, was du moderierst und als Reporter begleitest. Endlich Klartext, das ist schon eine sehr, sehr schöne Sache, weil es ist ein marokkanischstämmiger Bielefelder mit einer Polizsendung auf RTL 2. Also eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und die Idee dahinter war, Politik so aufzubereiten, weil Politik uns alle angeht und das ganze Leben ist ja irgendwie politisch, so aufzubereiten, dass auch Leute das gucken, die sich sonst sagen, ist mir zu langweilig. Das war der erste Punkt, der uns interessiert hat. Und der zweite war, dass wir die Politiker und Politikerinnen aus diesem sicheren Diskussionsraum rausholen. Mhm. Sondern die wirklich mit rausnehmen und sagen, hör mal zu, das und das habt ihr entschieden. Und das sind die Betroffenen, die wirklich tagtäglich mit euren Entscheidungen zu leben haben. Macht doch mal. Warum ihr das so gut findet und nicht. Ja, wer hat dich am meisten überrascht in dem Zusammenhang? Boah, ich muss leider zugeben, ich fand wirklich alle cool. Das ist, klingt ein bisschen albern jetzt. Ich fand Lauterbach von der SPD... Das ist kurz vor Schleimen jetzt, was du gesagt hast. Nee, cool, weil ich wusste nicht, wie sie vorher drauf sind. Aber sie haben sich bei diesen Gesprächen alle bereit erklärt. Bei vielen hat man auch gemerkt, wie sie Sekunde für Sekunde offener wurden und wirklich irgendwann gemerkt haben, die Floskel bringen mich jetzt nicht weiter. Jetzt muss ich mal wirklich auf die Frage eingehen. Und das war echt super. Jens. Vor allem, weil die Leute, die wir besucht haben, alle sehr gut vorbereitet waren. Das hat mich mit am meisten beeindruckt. Die wussten ganz genau, welche Fragen die zu stellen haben, weil diese Probleme sie wirklich betreffen im Alltag. Okay. Die waren alle happy, endlich ist mal einer hier und endlich kann ich mal meine ganzen Sorgen raushauen, was mich im Leben stört, was ich sonst nicht geregelt kriege, dank solcher Entscheidungen. Wir schauen mal ganz kurz rein, kleiner Ausschnitt mit Jens Spahn, der da in dem Zusammenhang dein Gast ist. Ruhullah Zia ist vor 3,5 Jahren von Afghanistan nach Deutschland geflohen. In seiner Heimat wüten noch immer die Taliban. Sprengstoffanschläge und Zerstörung sind allgegenwärtig. Zia hat einen festen Job, eine Wohnung und zahlt Steuern. Doch Anfang des Jahres hat er einen Abschiebebescheid bekommen. Dieser könnte sein Todesurteil sein. Also ich habe dieses Jahr im Januar meine Abschiebung bekommen. Ach du Schande, du hast schon eine Abschiebung bekommen, dann ist das schon so. Dann ist das Asylverfahren aber eigentlich zu Ende, oder? Jetzt muss man halt natürlich die gucken, es wird halt sehr individuell geschaut. Ich kenne ja jetzt nur einen Teil der Geschichte. Individuell? Todesdrohung an einen NATO-Mitarbeiter? Das ist schon... Naja... Was soll denn noch kommen? Es gibt ja offensichtlich noch 35 Millionen, die in Afghanistan leben, jeden Tag. Ja, aber... Viele Hunderttausende, die ja gerade aus Pakistan und Bangladesch zurückgehen nach Afghanistan, freiwillig. Wenn jemand arbeitet und Steuer zahlt und... Es wird ein faires Verfahren sein, dass dann alle Aspekte berücksichtigt werden. Aber ein Versprechen halt zu sagen, wenn du irgendwie in Deutschland bist, kannst du für immer in Deutschland bleiben, können wir nicht geben. Und wir können halt nicht alle aufnehmen, obwohl wir uns hier im Zweifel gut gebrauchen können. Und das ist der Spagat. Ja. Den kannst du wahrscheinlich auch nicht abschließend auflösen. Hat er einen Punkt, ne? Ja, er hat definitiv einen Punkt, aber Spahn ist ein super Beispiel, weil er hat auch, bei ihm habe ich wirklich gemerkt, wie er im Laufe der Dreharbeiten merkt, dass diese theoretischen Sachen, die ja alles erklärbar sind und Sinn haben, in diesem Fall wirklich gar keinen Sinn ergeben. Weil der Arbeitgeber hat ihn gebraucht, er war motiviert, er hat sich integriert, er hat sehr schnell Deutsch gelernt, dafür, dass es wirklich eine kurze Zeit ist. Und da waren sich alle Beteiligten der Meinung, dieses Ergebnis ist jetzt nicht ganz so menschlich vertretbar eigentlich. Obwohl, jetzt, wenn man jetzt einfach sagt, ja, hier Jura, gucken wir mal hier, ist es logisch, aber bringt nichts. Aber es ging ja einfach darum, dass er sich mit diesem Thema und auch mit dem Fall im Speziellen auseinandersetzt. Ja. Ich finde es gut, dass die sich stellen. Was auch ich immer wieder feststelle, hier ist die Leute, speziell aus der ersten Reihe, es sind Leute, die unglaublich viel auf dem Radar haben. Also unsere Politiker sind deutlich besser als ihr Ruf häufig. Wie siehst du das? Ich finde auch. Also ich finde, es geht halt Politik nach meiner Meinung. Ich bin jetzt nicht so der Politexperte, aber ich habe vor allem bei diesen Dreharbeiten, für mich war das auch ein Riesengewinn, dass ich das machen durfte. Weil ich habe da ganz viele Einblicke bekommen, die ich sonst nicht hätte.
Und es geht bei der Politik leider nicht einfach so mit einfachen Antworten. Ich habe jetzt mal eine einfache Antwort parat und wählt mich oder mein Team. Sondern es besteht aus so vielen Kompromissen, miteinander reden, abwägen. Mhm. Das ist eigentlich, also ich könnte das nicht. Also, wen hast du in der neuen Staffel? Spahn auf jeden Seite? Fall wieder, Wagenknecht ist am okay. Start. Und einige, Chaya, der ist, glaube ich, nicht jedem bekannt. Und das, aber das Wichtigste, unabhängig von den Namen, die da sind, ist einfach, dass man merkt, dass miteinander sprechen ist unbezahlbar. Das kann ich auch aus meinem Alltag nur bestätigen. Ja, und es sind auch gerade gute Zeiten für Politik. Ne? Also auch junge Menschen interessieren sich wieder dafür. Abdi Karim, danke sehr herzlich. Beim nächsten Mal mit deutschem Pass, ja, wollen wir dich hier ich sehen. Ich hoffe doch. Freue mich sehr darauf, wenn du hier das erste Mal deinen frischen, neuen deutschen Pass zeigst. So, Katharina Streit und Dr. Maike Ramuschka sind bei uns. Die will noch mal ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Katharina ist die Skipperin, ne? Genau. Katharina, wie kommt man auf die Idee, im Ruderboot den Atlantik zu überqueren? Ja, wie kommt man darauf? Ich habe eine Dokumentation gesehen über die Four Moms in a Boat. Das sind vier britische Frauen, die das vor 4 Jahren gemacht haben. Als okay. erstes Frauenteam in dieser Challenge. Und auch mit dem Background, dass die halt vorher nicht rudern konnten und das erlernt haben. Und, konntet ihr denn vorher rudern? Nee, genau. Wir beide konnten nämlich vorher nicht rudern. Das ist wann habt ihr denn rudern gelernt? Vor anderthalb Jahren. Du jetzt über den Atlantik, ja? Also aufgrund, dass wir da jetzt dran teilnehmen wollen. Genau. Okay, großartig. Und ja, ich fand das ganze Projekt, die ganze Tatsache halt einfach so inspirierend und die Idee, das zu machen, einfach irgendwie mitreißend, ja. So, dass ich dann halt das Maike vorgeschlagen habe und sie erstmal nicht so begeistert war von der Sache. Ich meine, das ist ja eine irre Strecke, ne? Wir reden über 5.500 Kilometer. Genau, 3.000 Seemeilen, ja. Wahnsinn, wie lange schätzt ihr, braucht ihr dafür? Also wahrscheinlich zwischen 30 und 60 Tagen. Wir haben es jetzt schon so ein bisschen eingegrenzt für uns, vielleicht so 40 bis 50, sagen wir. Kommt aufs Wetter an und auf die Bedingungen. Das ist ja irre. 30 bis 60 Tage, ihr ganz allein auf diesem Boot. Was ist denn das für ein Boot, das ihr da dabei habt? Ist das ein Spezialboot? Genau, das ist ein spezielles, ozeantaugliches Ruderboot. Ja. Man sieht schon, also was vergleichbar zum normalen Ruderboot ist, ist, dass es quasi Skulls auf beiden Seiten hat, also die Ruder, wie man sagen würde. Wir wissen jetzt, dass es Skulls sind. aber was eben speziell ist, ist einmal die Ausstattung mit den zwei Kabinen vorne und hinten, wo man im Notfall... Kabinen? Wo sind da Kabinen? Entschuldigung. Und die anderen beiden? Nee, wo, also je zwei, also alle vier gleichzeitig. Ah, okay. Und wenn es gut läuft und es so läuft, wie wir es uns vorstellen, und immer zwei rudern und zwei pausieren, dann hat man eine Kabine für sich in der Ruhepause quasi. Okay, das heißt, welchen Rhythmus peilt ihr da an? Sie sind Kardiologin, ne? Genau. Was ist denn herztechnisch am besten, um da gesund irgendwie durchzukommen? Gar nichts wahrscheinlich. Nein, das Gute ist ja, es ist eigentlich sehr ausdauermäßig und nicht auf Sprint oder auf Tempo jetzt ausgelegt natürlich. Würde ja auch niemand durchhalten. Aber ja, es ist eher so kardiologisch bedingt jetzt so Nachtdienstmodus, würde ich sagen, und zwar durchgehend. Das ist das, was ich so aus meiner Ausbildung ja und aus der Arbeit kenne. Dass man alle 2 Stunden wechselt und man immer nur 2 Stunden Pause hat. Also, alle 2 Stunden wird der Schlaf unterbrochen und dann wieder raus Stunden. Und wieder an die Riemen. Genau. Oh Gott. Also maximal eigentlich 1,5 Stunden Schlaf, genau. Ist ja unvorstellbar. 50 Tage. So, 4 Frauen auf 5 Quadratmeter, oder? Wie viel sind das? 5, 6, 7? Eher so 14. Ja. 14 Quadratmeter? Ja, so groß ist das Boot? 8 mal 1,7. Ach, okay. Na dann geht das ja. So, wie gut muss man sich kennen? Wie gut muss man befreundet sein, bevor man in sowas reingeht? Ich meine, am Ende geht es ja auch um Leben und Tod. Es geht ja um die Frage, ob du dem anderen bereit bist, wirklich dein Leben auch anzuvertrauen. Genau, man muss sich halt einfach sehr stark vertrauen. Und natürlich ist auch jetzt der Vorteil, wir beide sind beste Freunde, Maike und ich. Und Timna und Steffi sind Tochter und Mutter. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wir kannten Steffi und Timna vorher sozusagen ja nicht. Wir haben sie durchs Rudern kennengelernt. Und man hat sich halt einfach über die 1,5 Jahre jetzt schon so intensiv kennengelernt. Und Wahnsinn. Ja, vertraut dem anderen halt letztendlich auch blind oder muss es auch tun. Also, um halt dieses...
Wann ist denn der Entschluss gefallen, bevor wir gleich in der ersten Reihe auch nochmal nachfragen, das jetzt wirklich ernsthaft zu tun? Ja, das war ehrlich gesagt mein zufälliger Urlaub auf La Gomera im Dezember 2017, also jetzt vor 2 Jahren. Okay. Mein Freund und ich waren da, haben auf unser Mietauto gewartet. Und ich hatte natürlich auch die Dokumentation gesehen über diese 4 Mütter aus England. Und wartete und guckte mich um und sah plötzlich die Boote und dachte, ach, was war das nochmal? Hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ja, dann haben wir rausgefunden, dass der Start noch in der Zeit ist, in der wir da sind, und haben den dann live miterlebt. Und da war es, also es ist wie so ein Funken, der übergesprungen ist, kann ich einfach nur immer wieder sagen. Es ist irgendwie kein lang gehegter und gepflegter Gedanke gewesen, sondern es hat mich da einfach erwischt. Und das heißt, das ist so ein Rennen, ja? Wie viele Teams treten denn da an? Also wenn es jetzt dann losgeht, am 12. Dezember, ne? Genau, geht es, glaube ich, los. Ja. Ist das La Gomera hier? Ja. Genau. Okay. Ja, dieses Jahr sind es 36 Teams, also okay, mit uns, die daran teilnehmen. Das ist das und erste das, Mal. Und das wartet auf euch, ja? Ganz kurz nur mal so für... Könnte eventuell auf uns warten, ja. Mhm. Letztes Jahr war es sehr ruhig. Genau. Letztes Jahr war es sehr ruhig. Und dadurch sehr langsam, ja. Aber das war doch... Okay. Das war vorletztes Jahr, genau. Ach, das andere mit der Welle war vorletztes Jahr, okay. Mhm. Vielleicht kommt das Gewitter also in diesem Jahr wieder. Ja. Meine, bei 50 und 60 Tagen ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann mal ernsthaft schwierig wird, ist ja extrem groß, ne? Ja. Genau, also wir sind uns dessen natürlich bewusst. Wir haben gewisse Vorbereitungspflichtkurse gemacht. Das haben wir auch schon ausprobiert. Genau, was am Ende auf einen zukommt, weiß man nicht, das ist klar. Und wir können dann nur versuchen, damit so gut wir können umzugehen. So. Was sind denn Vorbereitungspflichtkurse? Was ist das? Was macht man? Genau, also Erste Hilfe auf See oder Sicherheit auf See. Das sind so Kurse, wo man sich mit den mit der Sicherheitsausrüstung vertraut macht, in so einem Wellenbad, wo sie dann auch Gewitter und Dunkelheit und sowas nachstellen, wo sie eine Helikopterrettung simulieren, wo man die Rettungsinsel umdrehen muss oder mit der Rettungsweste überhaupt schwimmen muss. Also so geht nicht. Kann man schon mal sich an abschminken. Ja, abschminken. Genau. Und dann natürlich ein bisschen Navigation und Funkkurse. Genau. Wer neigt zu Seekrankheit hier? Wirklich? 2, 3? Hier. Das sind ja prima Voraussetzungen für so ein... Ja, ernsthaft jetzt? Ja, das geht ja vorbei, meistens nach ein paar Tagen. Das geht vorbei? Oder es tritt vielleicht auch gar nicht ein, man weiß es nicht. Also. Oder es wird richtig schlimm. Oder das. Oder es wird richtig schlimm. Haben wir auch alle schon getestet. Ja? Gott, oh Gott, oh Gott. Ich war mal seekrank in einem Tretboot vor Rimini. Das war, also ich bin da extrem empfindlich, wirklich. Ja. Gerade so eine kleine Nussschale, da geht's doch richtig, oder? Ja, der Vorteil ist ja, dass man sich bewegt. Ja. Also bewegen muss. Bewegen muss, ja. Ja. Auch. Genau. Ich wäre das nix. Ja. Wie bereitet man sich denn auf sowas im Kopf vor? Das ist ja eine Frage des Kopfes. Ja, ich habe ein schönes Zitat von euch gefunden. Da ging es um die Frage, wie hält man sowas aus und wie schafft man es, also einfach körperlich, ja, so lange das Ding durchzuziehen. Und irgendjemand von euch sagte, ich glaube, hinten raus sind wir richtig zähe Luder. Das könnte ich gewesen sein. Irgendjemand von euch hat das gesagt. Genau. Ja, wir haben uns vorbereitet auch mit einer Mentaltrainerin, Sportpsychologin, Annette Zighetti. Die hat auch die Beachvolleyball-Damen zu Gold mitgecoacht sozusagen. Okay. Das heißt, da haben wir Einzel- und Teamsitzungen gehabt und hoffen, dass uns das dann natürlich in schweren Situationen hilft. So Autosuggestion, du wirst nicht seekrank, es ist alles kein Problem. Ja. So ähnlich. Es fühlt sich nur so an. Ja. Gleich mal in der ersten Reihe fragen, Stefanie Kluge und Timna Bicker sind bei uns, die Mutter und Tochter sind, ne? Ja. Wie sind ihr beide denn auf die Idee gekommen, das zu machen? Wessen Idee war es denn mitzumachen? Ja, die beiden mussten ja rudern lernen, ne? Und kamen dann bei uns im Verein an. Und dann waren die so fleißig und haben immer schön mitgemacht. Und irgendwann kam dann unser Ruderwart und sagte, hast du nachher noch mal ein bisschen Zeit? Ich muss dir noch was erzählen. Und dann sag ich, ja. Sagt er, ja, lass mal zur Seite gehen, ist nicht so für alle. Und dann sagt er, ja, es gibt ein Baby bei uns im Verein. Ich so, oh, wer ist schwanger? nein, nicht so. Und dann hat er das halt erzählt. Und dann habe ich gesagt, wow, das ist schon cool. Und sagt er, ja, du kennst ja so viele, frag doch mal. So, wäre vielleicht schön, wenn es ein Frauenboot wird und guck dich doch mal um. Und da habe ich gemacht, ja, mach ich mal. Direkt vor der Tür angefangen. Hey, Katrin, hast du nicht Lust und so? Das ist doch ein tolles Thema und so. Wäre das nicht was für dich? Hallo, ich brauche meinen Kaffee morgens. Ich wohne alleine und dann auf 18 Quadratmetern, naja, noch weniger. Nee, das ist nichts für mich. Die nächste gefragt, die sportlich
engagiert war und jeden Tag auf dem Wasser zu finden ist. Und nee, also das geht nicht, ich habe noch ein kleines Kind und nee, geht auch überhaupt nicht. Und dann habe ich mich immer mal wieder mit denen getroffen, weil es natürlich immer Fragen gab. Da sage ich, oh, da habe ich noch nicht gefragt, muss ich mich mal erkundigen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ey, das ist so toll, immer wieder, wenn man von den Gesprächen kommt, ist man irgendwie so voller Energie und findet das wirklich toll und findet eigentlich auch überhaupt keinen Grund, dagegen zu sein. Und irgendwann habe ich gesagt, ach, ja, irgendwie cool, ne? Meine Kinder sind groß, warum, ich kann ja auch warum selber mitfahren, ne? Ja. Ein Kind sitzt daneben, ne? Ja, genau. Die kamen ja erst später dazu. Ich habe auch alle gefragt, habe dann gesagt, so, sag mal, wie findet ihr denn das? So habe ich erst meinen Mann gefragt so, und dann sagt er, ja, also ich glaube ja, für dich brauchen die ein Backup, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, gut, aber krank werden kann eigentlich auch jeder. Also nö, ich finde, nee, das ist kein Argument. Und dann habe ich meine Kinder gefragt und unter anderem auch Tim Nah. Und dann sagt sie, ey, also wenn man mich fragen würde, ich würde sofort ja sagen. Das musst du machen. So, naja, und dann kam es halt dazu, dass uns noch jemand fehlte. Und dann kamen die beiden und sagten, ey, das war, wir waren schon auf Wanderfahrt mit Tim, das war so witzig und so cool, kann auch alle Disney-Lieder. Kannst du sie nicht mal fragen? Und da habe ich gesagt, ja, ja, ich hätte sie jetzt nicht gefragt, weil plant ja zu heiraten und so. Naja, und dann habe ich gefragt, ich sage, ja, wie würdest du das finden, wir beide? Und dann sagt sie, ja, ja, ich habe ja gesagt, ich komme mit. Ich meine, als Mutter hat man ja dann noch mal andere Gedanken im Kopf, ne? Da hat man ja auch noch mal so eine besondere Verantwortung. Nee? Ja, also ist ja groß. Ist ja groß. Ja. Also Verantwortung natürlich, ne? Timna, wusstest du, was du für eine verrückte Mutter hast? War dir das klar? Ja, wusste ich vorher schon. Okay, gut. Eine kurze Frage hätte ich aber. Ja. Heißt du wirklich Tinder? Timna. Nein. Wie bereitet man sich denn da psychologisch vor? Habt ihr keine Angst, dass ihr euch gegenseitig einfach echt auf den Wecker geht irgendwann? Nee, eigentlich nicht. Also, genau, wir wurden halt eigentlich gut von unserer Mentaltrainerin darauf vorbereitet. Und jeder hat seinen eigenen iPod notfalls noch dabei und kann sich auch zurückziehen. Wir haben ein Codewort, was wir sagen können, wenn man mal ein bisschen vielleicht für sich sein möchte und nicht ein angesprochen. Ja. Wie heißt das Codewort? Diddlemaus. Diddlemaus. Ja. So, wir haben auch eine Diddlemaus an Bord, die uns begleitet. Ist das süß. Ja. Wir dachten einfach, wenn man das sagt, dann muss man schon irgendwie wieder ein bisschen schmunzeln und dann wird man vielleicht innerlich schon wieder ein bisschen besser gelaunt. Ja, das stimmt. Das ist positiv ganz gestimmt. Schlau eigentlich. Ja. Genau. Also wenn das Wort Diddlemaus fällt, dann ist hochexplosive Stimmung an Bord. Genau. Ja. Okay. Zumindest bei aber einer Person. Das Irre ist ja, keiner kann ja weg. Ich meine, oder? Nee. Also Rettung. Da kann man schon, aber dann kommt man nicht mehr zurück. Nicht also mehr, das ist das Problem. Gibt's nicht. 50 Tage. Ja. Wenn einer sagt, ich will nach Hause oder Panikattacke zum Beispiel, was ist dann? Medikamente. Medikamente? Habt ihr, wirklich, ja? Wenn er nach Hause will, auch Medikamente? Ja, und Fesseln vielleicht, nein, aber das müssen wir dann natürlich ernsthaft gucken. Jetzt? Also wenn's, wenn natürlich jemand jetzt durchdreht, kann man erstmal versuchen, dagegen zu wirken, das ist weil, klar. Also, aber die Gefahr ist doch durchaus da, oder nicht? Also A, spielt unser Gehirn, macht komische Dinge, wenn nichts mehr ist, woran man sich so festhalten kann. Ne? Genau, das haben wir auch schon erfahren. Jetzt, wir haben ja 2 30-Stunden-Touren auf der Ostsee auch gemacht. Okay. Wo dann vermeintliche Ehemänner auf der Kabine saßen nachts und Bäume im Wasser waren. Und das so. Habt und ihr das ja gesehen, war nur ja? Eine Nacht. Also, haben welche gesehen, ja, genau. Und das ist interessant. Ich kenne solche Situationen auch, dass der Kopf dann, wenn du da so durch so eine Eiswüste gehst, dann siehst du plötzlich Zäune, die da gar nicht sind. Und ich habe mal von einem gehört, der hörte immer seinen Porsche an sich vorbeifahren, der aber gar nicht da war. Ja, völlig, völlig verrückte Geschichte. Weil unser Gehirn so ein gefräßiges Monster ist und immer neue Reize braucht. Und dann fängt es an, wenn diese Reize nicht da sind, einfach Dinge sich dazu zu denken. Dann sitzen Ehemänner plötzlich irgendwo rum, wo sie gar nicht hingehören. Verrückte Sache. Ihr wart ja schon mal auf dem Ärmelkanal unterwegs zusammen und hat nicht geklappt. Genau. Auf dem Weg dorthin, ja. Also hat nicht geklappt. Weil? Auch bedingt durch unsere berufliche Einbindung natürlich. Wir haben das Ganze jetzt als, kann man sagen, als Zweitjob eigentlich über 1,5 Jahre. Ja, das finde ich phänomenal. Geführt, das nötigt mir einen riesen Respekt ab. Ja. Und wir hatten genau 3 Tage über Pfingsten. Und das Wetter war natürlich 3 Tage nicht so gut, wie bei allen unseren Trainingsfahrten meistens, wo alle gesagt haben, solltet ihr noch mal anders machen. Ja, da berichte ich gerade, dass wir aufgegeben haben nachts um 2, weil wir nicht vorangekommen sind. Und das Wetter sollte schlechter werden. Und die Idee war ja, auf der anderen Seite anzukommen. Und das hätten wir dann eben in der Zeit, die wir hatten, nicht geschafft.
Und dann sind wir, haben wir klein beigegeben und sind umgedreht. Boah. Guck mal, das meine ich. Da musst du doch echt Nerven haben, um da nicht durchzudrehen, wenn du in so einer Situation bist. Also auch keine Ängste zu entwickeln. Ne? 50 Tage lang. Mit meinem Ärmelkanal kann man noch mal kurz zurück oder in London anrufen und sagen, hol mich mal ab hier. Aber da kommt ja dann keiner im Zweifel. Nee. Wie ist das mit Essen? Wie versorgt ihr euch mit Essen und Trinken? Genau, wir haben gefriergetrocknetes Essen an Bord, was man mit heißem Wasser aufgießt. Also wir haben einen Gaskocher, einen kleinen Jetboil. Und genau, damit gießen wir das Essen dann auf und haben jeder. Ist das halt dieses Astronautenfutter, ja? Man, genau, so gefriergetrocknetes Zeug, genau, was nichts wiegt und so. Genau, wo es eine schöne Spaghetti Bolognese gibt oder. Schön können wir streichen, ist richtig. Oh, es ist gar nicht so schlimm. Also gibt Schlimmeres, glaube ich. Also ja, man muss alles, was man über dieses Essen wissen muss, ist, glaube ich, es wird in England hergestellt. Mehr muss man eigentlich nicht wissen. Ja, nicht nur, aber auch das ist mittlerweile. Das ist die Härte. Ja. Keine Kaffeefahrt. Keine Kaffeefahrt, ja, obwohl jemand bei Tchibo arbeitet. Wie ist denn das mit Wasser? Wie kriegt ihr Süßwasser? Weil das ist ja ein riesiges, das ist ja das Wichtigste. Genau, eigentlich. Wir haben eine Entsalzungsanlage an Bord und generieren sozusagen aus dem Meerwasser dann Frischwasser, Trinkwasser. Okay. Genau, weil es wäre gar nicht möglich, so viel Liter mitzunehmen. Wie betreibt ihr die? Mit Solarzellen? Oder ja, wir haben zwei Batterien an Bord, die über Solarzellen gespeist und aufgeladen werden immer wieder. Und cool. Das muss natürlich auch immer täglich gecheckt werden, dass da sozusagen der Batteriestand nicht zu gering wird. Sonst sind sie auch irgendwann dann im Eimer. Apropos Eimer, wie werdet ihr das Essen wieder los? Wie macht ihr das? Apropos Eimer, ja. Genau, also wir haben drei. Falls zwei weg sind, muss man auf den dritten gut aufpassen. Aber genau, also die Toilette ist ein Eimer. Wo steht dieser Eimer? Vor der Kabine. Also ja, Privatsphäre gibt es nicht. Ja, null. Ne? Nee. Wie im Knast. Ja. Nee, ich glaube, da ist besser. Ja. Nein, nicht aus Erfahrung. Nein. Ich gucke ja nachts die Reportagen immer. Aber das ist eigentlich, also warum nicht vier Eimer und für jeden einen? Aber da hätte man ja trotzdem nicht den Platz für den Eimer. Nee. Also, ja. Genau. Das ist also schon Privatsphäre da. Ja. Es ist immer im Rücken. Haha. Ja, genau. Gott. Ich kann die Musik ein bisschen lauter drehen, das ist kein Problem. Und wenn der Eimer voll ist, was passiert dann? Also gut, über Bord. Zack, raus. Okay, jeder warum nicht gleich sauber. So? Ja, dann, das ist ja die Gefahr wieder, dass man von Bord runterhängt irgendwie und eventuell mit. Oder die große Welle kommt und schwappt alles wieder rein. Das geht nicht so. Das ist schon ganz angenehm auf dem Eimer. Super, ja, das sind all diese Dinge, die muss man klären vorher. Ja. Das meine ich mit Psychologie, das ist ja enorm wichtig, dass man davor nichts wie, aber es erdet einen auch, ne? Wenn man so eine Komfortzone mal verlässt, dann schätzt man so ein Klohäuschen dann zu Hause wieder auf eine ganz andere Art und Weise. Zum Schluss, was kostet sowas? Also ja, überschlagen so 120.000 Euro. Genau, und wir haben natürlich uns am Anfang auch überlegt, als wir uns damit auseinandergesetzt haben, dass wir dieses Projekt machen wollen, ob das überhaupt realistisch ist, jemals an dieses Geld zu kommen, weil wir haben das Geld nicht. Ja, 120.000 Euro ist echt viel Geld. Genau, und deswegen war sozusagen das Ziel des Ganzen, das über Unterstützer und Fans irgendwie zu finanzieren. Okay. Und der Sinn am Ende ist ja auch, und wir machen es zwar natürlich auch, weil es uns initial irgendwie gecatcht hat und wir die Idee toll fanden und reizvoll. Aber wir wollen damit eben auch was Inspirierendes und Gutes tun und weitergeben und wollen am Ende das Geld, was wir für unser Boot bekommen, an zwei Kindervereine spenden. Okay, also das Boot verkauft ihr dann wieder. Super. Wahnsinn. Da suchen wir lieber Diamanten. Bitte? Da suchen wir zwei lieber Diamanten. Ne? Ja, in der Tat. Also, wenn ihr wieder zurückkommt, bevor wir ganz, ganz sicher ausgehen, jetzt noch mal ernsthaft gefragt, also wenn da wirklich was ist, also wenn der grüne Eimer verschwindet oder irgendwas, kommt dann einer und holt euch? Genau, wir haben offizielle Notsignale über Satellit, aber die Rettung kann bis zu 48 Stunden dauern. Genau. Im Extremfall. Bis zu 48 Stunden. Mhm. Genau, also aber wir haben eine Rettungsinsel, wenn wir das Boot verlassen müssen, sozusagen. Also hoffen wir nicht, aber weiß man nicht. Aber wir sind auf alles vorbereitet. Persönliche Peilsender am Mann immer, falls einer wirklich weg ist. Und wir sind immer angeleint. Ich find's tatsächlich spektakulär. Ist ein Riesenmut, finde ich, erforderlich. Aber auch wenn man sie so sieht, wenn man sieht, wie ihre Augen leuchten, wenn sie davon erzählen, das ist natürlich etwas, das macht man genau einmal im Leben. Ja. Und das vergisst man dann auch nie wieder. Und das wird etwas sein, davon wird man seinen Enkel noch erzählen. Von gemütlichen Nächten in irgendwelchen Wellness-Hotels wird man nicht berichten. Das wird so sein, wenn man irgendwann mal auf dem Sterbebett liegt. So weit ist es noch nicht, Gott sei Dank. Wir sehen uns direkt
nach Rückkehr 3 Tage Pause, gönnen wir euch, dann sehen wir uns hier wieder. Ja? Mit möglichst tollen Bildern, oder? Würde mich sehr freuen. Wahnsinn. Alles Gute, ich drücke die Daumen. Ich würde es mir nicht trauen. Katharina Streit und Dr. Maike Ramuschkat, auch Ihnen alles Liebe. Ich freue mich, dass ihr heute bei uns in der Sendung seid. Ich bedanke mich genauso herzlich bei Martin Machowetz von den Kollegen der Zeit und bei Professor Hendrik Hahnstein, der heute unser Gast ist. Vielen Dank. Es war sehr interessant. Und bei Abdel Karim, den wir wie immer auf Deutschland-Tour und demnächst bei den Kollegen von RTL 2 sehen. Herzlichen Dank. Jetzt die Kollegen von heute Plus und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.